Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Mirror's Edge Catalyst. Wo sollten wir nochmal hin? Wir sollten irgendwo noch da unten. Genau, stimmt, jetzt weiß ich wieder, was wir machen wollten. Wir wollten ja mit Dogen sprechen. Wenn ich Dogen kenne, solltest du erst einen Deal mit ihm aushandeln, bevor du ihm die Pläne überlässt. Bei Plastic sind sie vorerst sicher. Ich könnte doch eine Kopie machen. Nein, hier geht es um Exklusivität. Wenn Dogen auch nur vermutet, dass es noch eine Kopie gibt, hat das Ding keinerlei Wert mehr für ihn. Auch gut. Die Daten sind ohnehin mit einem Wasserzeichen versehen. Und das könnte selbst ich nicht entfernen. Tja. Neuen Skillpunkt haben wir eh nicht. Das heißt, wir sprechen einfach mal mit Dogen. Schon gut. Lass sie rein. Faith. Dass du mich mal mit deiner Anwesenheit beehrst. Tut mir leid, es ging einfach nicht früher. Es liegt mir fern, dich zu verurteilen. Schließlich schuldest du mir ja nichts. Also was das angeht, ich weiß, wie ich meine Schulden begleiche. Also bitte. Wir haben uns 2 Jahre nicht mehr gesehen und du fängst gleich davon an. Komm mit. Maschinen schaffen Perfektion. Doch Perfektion ist langweilig. Nur durch Unvollkommenheit entsteht etwas Einzigartiges. Also füge ich gerne hier und da eine menschliche Note hinzu. Etwas Unvollkommenheit. Sie haben sie noch? Ich dachte... Ich würde sie wegwerfen. Ich war kurz davor. Du hast mich wütend gemacht, Faith. Was offenbar deine Spezialität ist, wenn man sich ansieht, wie sehr du kürzlich Mr. Kruger verärgert hast. Er will Runnerblut sehen. Was du ihm auch gestohlen hast, muss überaus wertvoll sein. Es sind die Pläne für Reflection. Ah, und hast du sie bei dir? Nicht im Moment, aber... Wir reden weiter, sobald du sie hast. Bis dahin könntest du mir ja vielleicht deinen guten Willen beweisen. Anansi ist mit seinen Zahlungen im Verzug. Eine menschliche Note könnte das ändern. Okay, alles klar. Also, was soll ich machen? Geh zum Anansi Emporium. Den Rest erfährst du unterwegs. Faith, um ganz nach oben zu kommen, braucht man die richtigen Werkzeuge. Ich habe im Lagerraum eine Kleinigkeit für dich deponiert. Okay. Schauen, was wir zu halten. Okay, wir können uns jetzt schon mal ranziehen. Das sollte dir dabei helfen, die Spitze des Anansi Emporiums zu erreichen. Geh aber vorsichtig damit um. Ja, das machen wir doch immer. Okay, das geht sehr gut. Okay. Nicht ich habe für Anansi etwas ganz Spezielles im Sinn. Alles Weitere erzähle ich dir, wenn du den Turm erreicht hast. So. Schauen, wo dieser Turm ist. Wir haben einiges nachzuholen, Faith. Wie wäre es mit einem Abendessen, wenn unsere Transaktion abgeschlossen ist? Ja, ein Abendessen ist gut. Ich werde uns etwas ganz Besonderes zubereiten. Und wie geht es Noah dieser Tage? Er schlägt sich immer noch so durch, nehme ich an. Ganz so wie ein rechtschaffener Mitarbeiter. Ich kann auf diesem Kanal mithören, Dogen. Ich weiß. Sie schicken sie also mal wieder auf einen ihrer kleinen Botengänge. Sie wird Anansi vor Augen führen, was es bedeutet, wenn man seine Schulden nicht bezahlt. Eine durchaus passende Aufgabe für sie. Denken Sie nicht auch. Wie ausgesprochen subtil. Was ist mit dem Objekt, das wir für Sie haben? Es sollte mehr als ausreichend sein. Ich werde mich über den potenziellen Wert Ihres Angebots erkundigen. Aber eins nach dem anderen. Eins darfst du nie vergessen. Dogen kümmert sich immer zuerst um sich selbst. Ah,
Das tut weh, Nora. Außerdem ist es nicht warm. Okay, schauen wir, darf ich jetzt auch wieder mal reden. Nachdem Drogen jetzt klipp und klar gesagt hat, was er möchte. Na, verdammt. Okay. Da starten noch die Mission. Ich bin fast da, Dogen. Ausgezeichnet. Geh jetzt ganz nach oben. Löse den Schwingungstilger. Und das war's. Zumindest fürs Erste. Den Schwingungsbach? Ein riesiges Gegengewicht, das dazu dient, das Gebäude vor Erdbeben und Hurricanes zu schützen. Aber nicht vor mir. Es wird unser Instrument der Zerstörung sein. Hat der Nancy das wirklich verdient? Kommen dir etwa Zweifel, Faith? Und da sind wir wieder runtergefallen. Verdammt. Ich bin fast da, Dogen. Ausgezeichnet. Geh jetzt ganz nach oben. Löse den Schwingungstilger. Und das war's. Zumindest fürs Erste. Den Schwingungsbad? Ein riesiges Gegengewicht, das dazu dient, das Gebäude vor Erdbeben und Hurricanes zu schützen. Aber nicht vor mir. Es wird unser Instrument der Zerstörung sein. Hat der Nancy das wirklich verdient? Kommen dir etwa Zweifel, Faith? Der Nancy ist nicht gerade eine Kraft des Guten. In ihren Greyland-Fabriken sterben jeden Tag Angehörige der Unterkaste, während sie Zahnstocher und Windeln für die Mittelkaste hier in der Stadt produzieren. Tu es für sie, wenn du es schon nicht für mich tust. Okay, so. Diesmal haben wir es geschafft. Wir sollen den Turm noch weiter hochklettern. Mal schauen, ob wir das schaffen. Oder ob wir nochmal runterfallen. Ich meine, wir haben ja gerade keine Runner Vision. Wodurch wir den Weg sehen könnten. Okay. Das war schon was. Falsch. Hoch. Okay, hier sollen wir schon mal weiter hoch. Okay, wir kommen scheinbar nicht hoch. Okay, Spiel. Verdammt, sind wieder runtergefallen. Versuchen wir es doch von dieser Seite, wenn wir dort nicht hochkommen. Sieht auf jeden Fall besser aus. Hier rüber. Die Tür kann man nicht benutzen. Ich verstehe nicht ganz, wo wir hin müssen. Zeigen wir doch den richtigen Weg. Okay, das sieht richtig aus. Hier hochziehen. Okay. Das heißt, wir sind schon sehr weit oben. Ich
hier rüber. Dann kann man durch. Nur mal an, dieses Schwingungsdings da wird gewaltigen Schaden verursachen, oder? Ja, da liegst du richtig. Und was ist mit den Arbeitern hier? Was soll mit ihnen sein? Genau das hatte ich befürchtet. Ich schaff sie hier raus, Logan. Dazu muss ich nur den Feueralarm auslösen. Ganz wie du meinst. Ich bin mir sicher, wenn du sie nur nett genug darum bittest, werden sie das Gebäude folgsam verlassen. Okay. Ich habe bisher noch keinen Feueralarm gesehen. Ja, von einem Satzer. So rüber. Hier runter. Und scheinbar noch weiter nach oben. Wie? Haben wir schon wieder eine Runner Vision. Und hier interagieren und rein in den Luftschacht. Okay, schauen wir hier. Dann nehmen wir doch den Fahrstuhl. Und wo eine Intrige ist, sind natürlich auch die Meereszwillinge nicht weit. Ich habe meine Fühler nach einigen Geschäftspartnern ausgestreckt und sollte binnen weniger Tage eine Rückmeldung erhalten. Dann können wir diese unselige Episode endlich hinter uns lassen. Faith, du musst das nicht tun. Die Pläne sind als Bezahlung mehr als ausreichend. Genau genommen sind diese Pläne vollkommen wertlos, solange ich sie erstens nicht erhalten und zweitens nicht verkauft habe. Ist schon in Ordnung, Noah. Ich habe hier meinen Spaß und die Arbeiter sind nicht länger in Gefahr. Ich schwöre Ihnen, Dogen, sollte ihr irgendwas zustoßen. Können Sie für nichts mehr garantieren, ich weiß. Wir hatten diese Diskussion bereits. Welche Diskussion? Wann war das? Hat Noah es dir denn nicht erzählt? Es war vor 2 Jahren. Er ist nach deiner Festnahme bei mir aufgetaucht. Und ich muss sagen, es war ein ziemlich beeindruckender Auftritt. Das hat er mir nicht erzählt. Na, stehen eben füreinander ein. Okay. Und sollte hier bloß keine Höhenangst haben. Sonst könnte das schieflaufen als Runner. Wo ist dieses Tilgungsding? Er müsste sich direkt vor dir befinden. Das ist es? Warum haben Sie nicht einfach gesagt, dass es ein irre großes Pendel ist? Weil man die Dinge bei ihrem Namen nennen sollte. Nun musst du ihn Okay. Na, ja, jetzt sind wir schon so weit gekommen und dann springen wir erst recht wieder daneben. Ja, versuchen wir es nochmal. Ich bin oben. Wo ist dieses Tilgungsding? Er müsste sich direkt vor dir befinden. Das ist es?
Warum haben Sie nicht einfach gesagt, dass es ein irre großes Pendel ist? Weil man die Dinge bei ihrem Namen nennen sollte. Nun musst du ihn lösen. Es sollte dort drei Stabilisierungsklammern geben, die deaktiviert werden müssen. Okay, dann deaktivieren wir die doch. Die erste haben wir mal deaktiviert. Natürlich die zweite gleich sein. So. Die zweite Stabilisierung deaktivieren. Seite wieder. Okay, man kann sich da scheinbar nicht hochhangeln. Ah, okay, ich verstehe es. Achso, rum. Die Kante im Weg. Und das Pendel frei schwingen lassen. Und wir sollten ganz schnell aus dem Gebäude. Das gesamte Gebäude gekracht. Ich hätte nicht. Genau wie beabsichtigt. Nancy wird einige Zeit brauchen, um sich davon zu erholen. Falls es ihnen überhaupt je gelingt. Mein Glück, dass du vorher die Mitarbeiter evakuiert hast, Faith. Sie sorgt sich offensichtlich um andere, Noah. Eine charmante Charakterschwäche, die wir beide mit ihr gemeinsam haben. Zumindest gelegentlich. Verdammt. Den Ausblick, Faith. Aber bleib nicht zu lange dort. Ich gehe davon aus, dass Krugersek in diesem Moment Leute entsendet, um diesem kleinen Unfall auf den Grund zu gehen. Wo sollen wir lang? Ich möchte ehrlich gesagt nicht länger hier oben bleiben. Wenn das Gebäude schon in sich zusammenbricht. Oder sich destabilisiert. Könnte nicht schneller Flug nach unten werden, wenn es wirklich auseinanderbricht. Ein Kugelsack möchte ich auch nicht unbedingt begegnen. Entkommen. Und vielleicht können wir dann ja auch deine mögliche Beschaffung dieser Zeichnung besprechen. Faith, Icarus ist verschwunden und ich kann ihn im Beat nicht erreichen. Und wieso ist das mein Problem? Muss ich dir das wirklich erklären? Nein. Entschuldige. Gut. Ich schicke dir die Koordinaten seines letzten bekannten Aufenthaltsortes. Sieh bitte nach, ob dort irgendwas zu finden ist. Allerdings würde ich den Part dann an dieser Stelle beenden. Lasst wie immer eine Bewertung da, ich würde mich darüber freuen. Und falls ihr nichts mehr verpassen wollt, auch gerne ein Abo. Und wir sehen uns im nächsten Part von Mirror's Edge.